Hallo ihr Lieben, ich habe seit gestern meine Stimme wieder und deswegen dachte ich mir, ich nutze gleich die Gelegenheit, heute noch ein Video zu drehen und hoffe, dass ich es heute auch noch schneiden und hochladen kann, dass es morgen zum Sonntag pünktlich online geht. Ich hoffe, ich kriege das heute noch auf die Kette. Und ja, heute soll es die Neuzugänge der letzten Wochen und Monate geben, quasi die Neuzugänge, die ihr dann nicht mehr gesehen habt. Ich hoffe einfach, dass ich alle Bücher habe. Ich muss ehrlich sagen, ich war auch mit dem Aufschreiben so ein bisschen nachlässig in den letzten Wochen und Monaten, weil auch nicht so viele Bücher eingezogen sind. Ich habe ja sonst wirklich kontinuierlich alles aufgeschrieben und Listen geführt und dass ich halt auch immer wirklich alles hatte, um euch das alles zu zeigen. Aber wie gesagt, ich war in den letzten Wochen ein bisschen nachlässig mit meiner Liste und ich habe gerade eben ein Buch gesehen und dachte so, das steht auf keiner meiner Listen. Das habe ich aber definitiv erst später gekauft. Ich habe keine Ahnung, ob ihr dieses eine Buch dann jetzt schon gesehen habt oder nicht. Wie gesagt, es kann sein, dass hier Doppelungen noch drin sind, dass ihr Bücher aus Live-Updates schon kennt oder irgendwas. Und ja, ich habe jetzt einfach alle Bücher, wo ich mir ab September sicher war, dass ich sie gekauft habe, einmal rausgesucht. Also September, Oktober, November und Dezember. Im Januar habe ich noch kein Buch gekauft und wenn selbst, wir sind ja jetzt wieder im Rhythmus und wir machen dann einfach ganz normal weiter jetzt mit dem Januar. Aber ich habe jetzt erstmal von September bis Dezember alles zusammengesucht. Es ist ein bisschen was, es ist nicht so viel, wie ich befürchtet hatte, es ist ein bisschen was. Es sind insgesamt, ich glaube, 18, 19 Bücher müssten es jetzt gewesen sein aus den 4 Monaten. 18. Es sind 18, wobei ich sagen muss, dass die Bücher aus dem Dezember, das sind ja die Bücher, die ich euch bei Medimops Unpacking gezeigt habe, ja auch schon mit drin. Und da fällt mir ein, dass ich noch 2, 3 Bücher vergessen habe. Warte, die muss ich schnell noch raussuchen. So, jetzt habe ich die 3 Bücher sind es sogar gewesen. Die habe ich immer vergessen die ganze Zeit, weil ich die halt schon vor Weihnachten und vor meinem Geburtstag bekommen habe und schon ins Regal einsortiert hatte. Und ich, wie gesagt, keine Liste geführt habe, ist das halt irgendwie alles untergegangen. Und deswegen habe ich diese 3 Bücher auch vergessen, aber ich habe mich jetzt noch rechtzeitig daran erinnert. Und wer jetzt aufgepasst hat, weiß jetzt, wo ich Bücher weggenommen habe, wenn man sieht es gerade im Regal. Ja, wir fangen mit den Büchern im September an, machen dann Oktober, November, Dezember und dann, ja, seid ihr, was meine Neuzugänge betrifft, up to date. Ich werde jetzt nicht zu jedem Buch, was ich gelesen habe, viel sagen, denn ich mache noch mal ein extra Video mit allen Büchern, die ich 2019 gelesen habe. Ich versuche das in so einer Art Speedrun zu machen. Denn ich habe mir überlegt, einen Lesemonat zu machen zu den ganzen letzten Monaten. Macht nicht so viel Sinn, weil ich über die Bücher nicht mehr alles weiß. Das heißt, ich kann euch nicht mehr ausführlich über alle Bücher berichten. Aber ich dachte mir, wenn ich das in so einer Art Speedrun mache, kann ich euch nochmal kurz sagen, wie hat mir das Buch gefallen? Was fand ich gut? Was fand ich doof? Was ist mir im Gedächtnis geblieben auch? Das ist ja für mich auch nochmal so ein guter Moment, um einfach nochmal in mich zu gehen und zu sagen, ja, wie fandest du dieses Buch einfach? Deswegen gibt es dann wahrscheinlich nächste Woche Sonntag den Speedrun mit allen Büchern aus 2019 und dann danach kommen die Highlights und Lowlights und ja, die Buchreihen und der ganze Kram. Ich habe das jetzt versucht, ein bisschen chronologisch zu sortieren, dass das auch irgendwie Sinn macht. So, und jetzt rede ich schon wieder viel zu viel und viel zu lange und ihr wollt die Bücher sehen. Wir fangen mit September an. Im September habe ich bekommen... Ja doch, das habe ich im September bekommen. Die Krone der Dunkelheit, Magieflimmern, das ist der 2. Teil aus dieser Reihe. Ich habe dieses Buch noch nicht gelesen, da das hier eine Fortsetzung ist, kann ich dazu auch nichts sagen. Ich fand ja den ersten Teil so... Ja, ich fand ihn nicht schlecht. Für mich hat er sich aber komplett gelesen wie eine große, lange Einleitung und ich fand ihn sehr langatmig und sehr ruhig und für mich ist da einfach zu wenig passiert, sodass ich diese Reihe eigentlich nicht weiterlesen wollte. Aber der Verlag hat mir das Buch ungefragt... zugeschickt, unangefragt. Deswegen habe ich es auch noch nicht gelesen. Ich habe mir gedacht, wenn ich es jetzt einmal da habe, werde ich es lesen. Aber habe ich bis jetzt noch nicht. Wie gesagt, da es eine Fortsetzung ist, kann ich dazu nicht wirklich was sagen. Aber das Schätzchen ist im September bei mir eingezogen. Dann habe ich mir im September noch gekauft Cherish Love von Nalini Singh. Das ist der 1. Teil ihrer neuen Cherish-Reihe. An dieser Stelle möchte ich allen nochmal den Hinweis geben, wenn ihr die Rock Kiss-Reihe von Nalini Singh gelesen habt. Der 2. Teil von Rock Kiss ist absolut identisch mit dem 3. Teil von Cherish Love. Da die halt von den Charakteren und allem in beide Reihen passen
und der Verlag Geld verdienen möchte, hat er natürlich gesagt, gut, dann bringen wir ein Buch einfach in zwei Reihen raus. Also, wenn ihr Rock Kiss 2 habt, das ist die Geschichte von Gabriel und Charlotte. Wenn ihr das Buch habt und schon gelesen habt, kauft euch den dritten Teil von dieser Reihe nicht, sonst habt ihr ein identisches Buch doppelt. Es ist definitiv exakt identisch das gleiche Buch. Ich muss sagen, Cherish Love war eine coole Geschichte. Ich möchte nicht so viel zu den Büchern schon verraten, sonst macht ja alles weitere keinen Sinn. Ich fand zwar wieder eine süße, niedliche Liebesgeschichte, hat mich gut unterhalten. Ich freue mich auf jeden Fall hier auf den zweiten Teil. Da bin ich schon sehr gespannt, was passiert. Und ja, mehr zu dem Buch dann im Speedrun. Dann im September natürlich bei mir eingezogen ist Golden Dynasty, der dritte Teil von Jennifer Armentrout, Stärker als Begehren. Und ich muss sagen, dass der dritte Teil auch gleichzeitig der Lieblingsteil dieser Reihe für mich ist. Ich fand den dritten Teil einfach so unglaublich gut. Habe ich jetzt auch den dritten Teil gegriffen? Ja, habe ich. Mal gucken. Ich merke mir immer nicht, welche Farbe was war, aber das war der dritte Teil. Im dritten Teil geht es ja um Devlyn de Vincent und um dieses Familiengeheimnis, diese Familienintrigen und ja, dann tritt dort Rosie auf den Plan und Rosie ist ein eher spiritueller Mensch. Sie glaubt halt auch an Geister und an Schicksal und an all solche Dinge und die beiden treffen dann halt aufeinander. Und das erste Aufeinandertreffen von den beiden hat man am Ende vom zweiten Teil schon gelesen und da dachte ich mir einfach schon so, oh, es wird so gut. Es wird einfach so gut und ich war von dieser Geschichte nicht enttäuscht. Devlyn und Rosie... Eine so tolle Geschichte und auch dieses ganze Mystische und Übernatürliche, was hier in diesem Buch wieder mit drin vorkam, war mega gut. Und auch dieses Ding am Ende, dieser große Knall am Ende. Ich dachte mir nur wirklich so, what the hell? Was? Oh mein Gott, es war so gut. Also ich liebe diese Reihe ja wirklich sehr. Ich fand dieses Paranormale, was die Autorin hier so mit reingebracht hat, immer mega gut. Und wie gesagt, im dritten Teil hat das nochmal so eine ganz andere Bedeutung auch für die Geschichte. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich liebe Rosie. Rosie ist einfach ein so toller Charakter. Die ist frei gerade raus. Sie hat ein echt hartes Schicksal schon erleiden müssen in ihrer Vergangenheit. Und sie ist daran halt nicht zerbrochen, sondern daraus gewachsen und sie ist ein sehr, sehr starker Mensch und wie gesagt, sie ist sehr spirituell, sie glaubt halt auch an Geister und ja, sie ist auch eine Geisterjägerin und ich finde es einfach so gut. Es ist einfach so unglaublich gut, was hier alles rauskommt, ist einfach nur krass. Also wirklich, lest dieses Buch, lest diese Reihe, ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen und ja, mehr sage ich jetzt dazu auch nicht. Ich tendiere immer dazu, zu Büchern, die ich übelst gut fand, immer übelst viel zu sagen schon. Das ist aber doof, weil dann sehe ich alles doppelt und dreimal. Dann im September ist noch rausgekommen der 9. Teil der Green Mountain Serie, Meine Hand in Deiner. Und hier ging es ja um Wade Abbott und um Mia Simpson. Sie ist Simpson. Ja, sie ist Simpson. Und die beiden haben schon immer mal so Anteaser, also zu den beiden wurde man in den letzten Bänden schon immer mal so angeteasert, dass da auf jeden Fall was kommt mit den beiden. Und als die Geschichte von den beiden jetzt kam, fand ich sie gut. Sie hat mich jetzt nicht ganz so begeistern können wie die Geschichte von Charlotte und Taylor. Das ist einfach meine Lieblingsgeschichte. Charlotte und Tyler, Tyler heißt er nicht, Taylor, Tyler. Das ist einfach meine Lieblingsgeschichte, das ist glaube ich der 6. Band. Es wird auch einfach meine Lieblingsgeschichte bleiben, aber der 9. Teil hat mir auch gut gefallen. War wieder eine richtig süße Geschichte, so viel zwischendurch und ich freue mich auf Band 10. Mal gucken, wann der kommt, ich weiß es gerade gar nicht, wann der kommt. Aber ja, Green Mountain Serie, wer super süße, niedliche Liebesgeschichten mit Erotik mag, schaut euch diese Reihe auf jeden Fall an. Kann sie euch nur empfehlen. Das waren die Bücher vom September, die ich mir dort gekauft habe. Wie gesagt, bis auf Magieflimmern, die anderen drei habe ich gelesen. Magieflimmern werde ich dann irgendwann nochmal mitlesen, wenn es mich packt. Aber ich habe im Moment so viele andere gute Bücher hier, die ich noch lesen muss. Deswegen, ja, wird Magieflimmern noch ein bisschen hinten anstehen. Und ich stelle gerade fest, ich habe noch ein Buch vergessen. Ah! Ich dachte gerade so, ja, das muss ich auch noch lesen. Und dann dachte ich, das liegt gar nicht auf dem Stapel. Okay, also es sind dann doch ein paar Bücher mehr geworden im November. Okay, im Oktober habe ich mir drei Bücher insgesamt gekauft. Zwei Stück davon auf der Buchmesse und ein Buch habe ich mir dann direkt nach der Buchmesse gekauft, weil es auf der Buchmesse einfach so voll war und die Schlange so lang und ich keinen Bock hatte, mich da anzustellen, um das Buch zu kaufen. So, wir fangen mit dem Buch an, was ich nach der Buchmesse gekauft habe. Und zwar war das Wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt von Brittany C. Cherry. Man konnte es auf der Messe schon vorab kaufen. Ich habe mir aber gedacht, A, ist die Schlange mega lang und B, kaufst du einfach nach der Messe. Das Buch gibt's überall. Das ist jetzt kein Buch, wo du dann so schnell nicht rankommst. Und ja, habe mir dann dieses Schätzchen nach der Messe gekauft. Und ich muss auch hier sagen,
eine wahnsinnig tolle Geschichte. Dieses Buch ist einfach so unglaublich gut. Es ist einfach so gut. Es ist Brittany C. Cherry. Aber ich muss sagen, wenn Donner und Licht sich berühren, das mit dem rosa-lila Cover hat mir nicht so gut gefallen wie das hier. Das hier war definitiv für meinen Geschmack besser. Ich fand die Geschichte einfach großartig und ja, das habe ich mir, wie gesagt, nach der Messe gekauft. Bevor ich jetzt hier wieder anfange, zu viel zu erzählen. Dann einmal auf der Messe habe ich mir gekauft Das Vermächtnis der Grimms von Nicole Böhm. Wir standen da so beim Drachenmundstand rum und ich wollte eigentlich gar kein Buch kaufen. Und Sina und Annika haben dann so nach Büchern geguckt und dann haben sie beide gesagt, hey, wir kaufen uns jetzt das Buch, das klingt voll cool. Und die Leute vom Verlag haben an dem Stand halt gesagt, ja, das ist so gut, das ist so toll und bla. Und haben dann so geschwärmt und dann haben wir gedacht, gut, dann kaufen wir es uns jetzt alle drei und dann lesen wir es auch zu dritt. Und das Gute war auch, die Autorin war gerade am Stand und hat das Buch dann auch noch gleich signiert und ja, war voll cool. Deswegen haben wir Das Vermächtnis der Grimm gekauft und ich habe das ja dann mit Annika und Sina angefangen zu lesen. Sina hat es dann so nach 100 Seiten ungefähr abgebrochen, was meiner Meinung nach ein bisschen zu früh war. Ich finde, Sina hätte ein bisschen länger durchhalten müssen, weil die ersten 100 Seiten von diesem Buch sind einfach echt schwierig. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe angefangen, dieses Buch zu lesen und dachte mir nur, oh mein Gott, was ist das denn bitte? Alle sagen, dieses Buch ist toll und dieses Buch ist gut und du fängst das an zu lesen und denkst dir so, okay, Erwartungshaltung komplett nicht erfüllt. Was ist das? Was soll das Ganze? Wo führt das hin? Das macht alles keinen Sinn und das ist ein Riesenhaufen durcheinander und das führt doch alles zu nichts. Und dann kämpft man sich aber weiter durch diese Geschichte durch. Und dann bist du auf Seite 150 ungefähr und dann kommt der Knackpunkt. Und dann fängt alles an, Sinn zu ergeben. Dann fängt alles an, sich miteinander zu verknüpfen. Und dann fängt alles an, sich zu vermischen. Und dann werden Zusammenhänge hergestellt. Und dann wird immer mehr erklärt und immer mehr aufgedeckt. Und dann am Ende hast du ein riesengroßes Gesamtkonstrukt von allem, was auch wirklich Sinn ergibt. Aber der Anfang ist einfach so furchtbar schwierig von dieser Geschichte. Ich habe, wie gesagt, auch was komplett anderes erwartet, so vom Klappentext her, wie das, was es eigentlich war. Und ja, ich habe das Buch mit Annika dann zusammen zu Ende gelesen. Ich werde mit Annika auch den zweiten Teil lesen. Und ja, wie gesagt, Sina hat es leider abgebrochen, weil ihr Buch war es nicht. Aber ich finde, Sina hätte ein bisschen länger durchhalten müssen. Dann hätte es ihr bestimmt auch gefallen, weil der Anfang ist echt schwierig von diesem Buch. Und was dann halt am Ende alles noch rauskommt, oh mein Gott, die letzten 100 Seiten, die waren so... What? Oh mein Gott, was ist hier los? Und ja... Also, schwieriger Start, gutes Ende, das Buch. Auf der Messe gekauft. Und dann auf der Messe habe ich mir noch gekauft und auch signieren lassen. Ich habe hier noch den Kaufbeleg drin von dem Buch. Und zwar habe ich mir noch gekauft, ich sollte euch das Cover erstmal zeigen, Lifehack von June Perry. Und ich hatte ja ein kleines privates Date mit ihr, also mit der Marion Meister auf der Messe. Und habe kurz mit ihr gesprochen und mich mit ihr unterhalten. Und ja, da hat sie mir das Buch signiert, weil ich dann nicht mehr zur Signierstunde konnte auf der Messe, weil es mein Mann entschärft hatte. Ich weiß nicht, wer von euch das noch weiß und noch in Erinnerung hatte. Wir waren ja auf der Messe und wir haben ja im Hamptons bei Hilton übernachtet und diese Betten dort waren einfach furchtbar. Also unser Bett war krachhart. Ich habe, glaube ich, ewig nicht so schlecht geschlafen wie in diesem Bett. Und ja, mein Mann hat es dann komplett entschärft. Der hatte kompletten Rücken, der war komplett kreuzlahm. Der konnte nicht stehen, der konnte nicht sitzen, der konnte gar nichts mehr. Weswegen wir dann Samstag auch schon eher nach Hause gefahren sind, einfach, dass er heimkam. Weil, ja, wir mussten ja auch noch 2,5 Stunden im Auto sitzen dann. Und ja, deswegen konnte ich nicht mehr zur Signierstunde von ihr. Aber es hat geklappt, dass wir uns vorher treffen. Und dann, wie gesagt, hat sie mir das signiert und alles. Und ja, ich habe Lifehack noch nicht gelesen. Ich weiß nicht warum. Ich bin in den letzten Wochen und Monaten eher immer so tendenziell zu den Liebesromanen gegangen und habe nach denen gegriffen, als jetzt zu Science-Fiction-Büchern oder Fantasy-Büchern. Das muss ich dringend mal wieder ändern. Und ja, also Lifehack habe ich mir vorgenommen, jetzt ganz bald mitzulesen. Die Tina hat es gelesen, die fand es gut. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf diese Geschichte. Ich fand ja White Maze von June Perry einfach so genial. Es hat mir so gut gefallen und ich gehe jetzt einfach mal von auf. Und ich gehe jetzt einfach mal von aus, dass Lifehack da genauso cool wird. Ich freue mich einfach. Ich freue mich. Soll ich euch mal vorlesen, worum es in Lifehack geht? Als Ellie ihre Mitschülerin Ada kennenlernt, wird sie in einen gefährlichen Albtraum hineingezogen. Die Neue sieht Ellie nicht nur verblüffend ähnlich, sie steht auch auf den gleichen Look und denselben Jungen. Mehr und mehr drängt sich Ada in Ellies Leben, doch Ellie ahnt nicht, wen sie zum Feind hat. Ada ist eine künstliche Intelligenz und die will leben. Sie will Ellies Leben. Und das klingt einfach so gut. Es ist halt so ein Jugendthriller und...
ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte und ja, wenn ich es dann gelesen habe, werde ich euch natürlich berichten, wie es mir gefallen hat. Das waren die drei Bücher vom Oktober. Kommen wir jetzt zum November, Dezember und da bin ich ein bisschen mehr eskaliert. Ein kleines bisschen. Ach so, und ja, sorry für den Schatten hier. Seht ihr das? Das ist der Schatten von der Kamera. Meine Softbox löst sich ins Nichts auf. Also wirklich, sie fällt einfach auseinander. Der komplette Bezug von der Softbox fällt auseinander. Der bröselt hier meine ganze Wohnung voll. Weswegen ich die Softbox jetzt erstmal wieder weggetan habe und ich jetzt hier mit provisorischem Licht filme. Weswegen ich halt hier auch Schatten und so ein Gedöns habe, weil meine Softbox halt im Arsch ist quasi. Also ich muss einen neuen Bezug kaufen für die Softbox. Aber das werde ich jetzt nicht tun, denn das hat seine Gründe. Die verrate ich euch im Weekly Reading im nächsten. Machen wir weiter mit den Büchern vom November. Da waren jetzt die zwei Bücher dabei, die ich gerade noch gefunden habe, plus die drei Bücher, die ich davor gerade noch gefunden habe. Was ist los, mein Schatz? Willst du hochkommen? Willst du hoch? Willst du auf meinen Schoß? Na komm mal her, mein kleiner Rettungsring. Olli, hopp. Ihr seht jetzt hier nur Milo. Also ich kann euch Milo ja mal kurz in die Kamera halten. Milo und sein Rettungsring. Ich weiß nicht, inwieweit ihr euch daran erinnern könnt. Milo hatte ja hier so eine böse Stelle an der Seite, wo er eine Talgdrüsenverstopfung hatte. Das wurde ja dann beim Tierarzt aufgestochen und ausgedrückt und dann ist das eigentlich auch ganz gut verheilt. Aber dieses Loch von der Kanüle ist nie hundertprozentig zugeheilt und Milo hat angefangen, daran rumzulecken und das hat sich komplett entzündet. Also wir haben das immer nicht mitgekriegt. Er hat das immer nachts gemacht, wenn wir geschlafen haben. Und da hat er sich das komplette Fleck und die ganze Haut drumherum komplett wund geleckt. Das war komplett entzündet und vereitert. Und ja, da waren wir beim Tierarzt und die haben das halt ausgespült und jetzt kriegt er Antibiotika und ja, damit er nicht lecken tut und er nicht den ganzen Tag mit dem Body rumrennen muss, sonst hat er halt seinen Rettungsring um, damit er nicht lecken tut. Ich würde gerne ein einziges Mal drehen, ohne irgendwelche Unterbrechungen. Das wäre super genial, aber bei mir funktioniert das nicht. Ich werde immer unterbrochen. Mein Männlein kommt jetzt auch gleich irgendwann nochmal nach Hause zwischendurch und zieht sich um und fährt dann mit seinem Kumpel noch eine Runde Rad. Also es kann sein, dass wir dann hier nochmal Background-Geräusche haben und Milo anfängt zu bellen. Und mein Handy ist immer noch auf laut. So, machen wir jetzt weiter mit den Büchern vom November. Meine Güte, dieses Video wird wieder unglaublich lang, weil ich einfach zu viel Mist drumherum esse. Machen wir weiter jetzt mit November. Und im November sind folgende Bücher bei mir eingezogen. Redwood Dreams von Kelly Moran. Ich habe es schon gelesen. Zuckersüße Geschichte wieder in Redwood. Und es geht um einen Feuerwehrmann und um eine Frau mit einem echt furchtbaren Schicksal und ja, mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Ich freue mich auf die weiteren Teile, die da noch kommen werden von Redwood und ja, ich fand es einfach cool. Und diese Katze hier, die da drauf ist, spielt eine sehr wichtige Rolle in dem Buch und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich mag ja die Redwood-Reihe total. Ich finde ja auch die Cover immer wieder wunderschön und ja, Redwood, lest diese Reihe. Sie ist wunderschön. Also Redwood habe ich mir gekauft, dann... Wenn wir einmal beim Kiss-Imprint sind, ich habe mir dann noch Kissing Lesson gekauft von Helen Huang. Und ich war sehr gespannt auf die Geschichte, denn ich hatte sehr viel Unterschiedliches über dieses Buch gehört. Und ich muss sagen, das Cover finde ich wunderschön und ich fand, der Klappentext hat sich einfach richtig gut angehört. Und dieses Buch hat mich auch wirklich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gut gefällt. Und ja, ist eine richtig tolle Geschichte mit einem etwas anderen Thema, denn die Protagonistin ist Autistin. Und ich finde, das Buch erklärt gut den Autismus, den sie hat. Und ich finde, ich als normaler Mensch, der sich mit dieser Krankheit ja auch noch nie so beschäftigt hat, lernt dadurch den Autismus auch besser kennen. Und ich habe dadurch auch gelernt, dass es ganz viele Arten und unterschiedliche Ausprägungen von Autismus gibt. Dass Autismus ja nicht immer gleich heißen muss, dass die komplett in ihrer eigenen Welt leben und sowas. Und ja, ich fand das Buch wirklich richtig toll, hat mir sehr gut gefallen und wenn ihr Bock auf süße Liebesgeschichten habt, die mal ein bisschen anderen Ansatz haben, schaut euch Kissing Lesson auf jeden Fall an. Ich fand's super. Mir hat's wirklich sehr gut gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den zweiten Teil von der Autorin, was im Kiss Imprint rauskommt. Das werde ich mir auf jeden Fall holen. Das Buch müsste ja jetzt auch irgendwann im Februar rauskommen. Dann habe ich mir noch gekauft im November den fünften Teil der Ivy Years, Bis wir uns finden. Da geht es ja um die Schauspielerin Deanne und um, hieß er auch DJ hieß er, DJ. Und ich muss sagen, die Geschichte war süß, hat mir gut gefallen, aber war jetzt nicht so gut wie Redwood oder Kissing Lesson. Also das war eher so eine ruhigere New Adult Geschichte, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also sie war süß, es war eine tolle Geschichte, hat sich easy lesen lassen, so für zwischendurch super. Aber hat mir nicht so gut gefallen wie Kissing Lesson und Redwood. Die beiden Geschichten waren einfach, die waren einfach ein Traum und ja,
Kann ich euch aber auch nur empfehlen, die Ivy Years Reihe, wenn ihr College-Geschichten mögt. Schaut euch die Reihe auf jeden Fall an. So, dann habe ich im November noch gekauft, aber nicht mehr gelesen, Size von Neil Schusterman. Ich hatte mir das Buch gleich vorbestellt, weil ich das noch mit dem alten Wendecover haben wollte. Die neuen Cover, die sehen ja so aus. Wartet, ich mache mal das Cover kurz ab. Das hier sind ja die neuen Cover. Und ich habe aber noch die alten. Und das sind halt diese mit diesen glänzenden Umschlägen. Und ich wollte das halt gerne alles noch passend haben. Deswegen habe ich mir das Buch dann gleich vorbestellt. Weil nur die Erstauflage von Size wird halt dieses Wendecover haben. Und das ist halt, glaube ich, auch limitiert gewesen. Auch eine bestimmte Stückzahl. Huch! Und ihr wisst ja, die Bücher sollten möglichst zusammenpassen. Und deswegen habe ich mir Size gleich vorbestellt. Ich habe es auch gelesen. Ein Traum. Ein Traum. Mein letztes Buch in 2019. Ich habe dieses Buch am 31.12.2019 beendet. Und es war ein genialer Abschluss für mich, für das Lesejahr auch. Dieses Buch war einfach der Hammer. So, jetzt die zwei Bücher, die ich in meinen Listen vergessen habe, die mir jetzt eben aufgefallen sind. Und zwar zum einen habe ich mir im November noch gekauft den neuen Teil der Gestaltenwandlerreihe von Nalini Singh, Schatten der Erinnerung. Wir sind hier wieder bei dem Snowdancer Wolfsrudel in diesem Teil. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, ich muss es unbedingt jetzt demnächst mal mitlesen. Schande über mein Haupt, ich freue mich schon sehr auf die Geschichte, gerade da wir wieder bei den Snowdancer-Wölfen sind. Das ist ja das Rudel von Hawk. Ich freue mich schon sehr. Und ja, also wie gesagt, das muss ich noch lesen. Ich kann hier zum Inhalt nicht viel sagen, weil das ist der 19. Band in dieser Reihe. Wartet, ich sitze hier davor. Das hier sind die vorherigen Bände, diese zwei Reihen. Also ja, es sind schon ein paar Teile vorher von diesen Büchern hier erschienen. Auf jeden Fall muss ich das noch lesen, das habe ich noch nicht gemacht. Schande über mein Haupt. Werde ich demnächst dann aber mal nachholen. Das war das eine Buch und dann habe ich noch gekauft im November Halte mich hier von Katinka Engel. Das habe ich total vergessen. Ich habe es gekauft und ich habe es halt an dem Tag, wo ich es gekauft habe, auch gleich angefangen zu lesen und war den Tag danach fertig damit. Deswegen habe ich es auf keine Liste geschrieben, weil ich einfach so schnell fertig war mit dem Buch und es hat mir unglaublich gut gefallen. Also ich muss sagen, Halte mich hier ist wieder eine richtig tolle Geschichte. Ich freue mich jetzt auf den dritten Teil in der Reihe. In diesem Buch geht es viel so um Rassismus und Vorurteile gegenüber Menschen anderer Hautfarbe auch. Und ich fand das super cool. Ich finde, die Autorin hat das super gut umgesetzt und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und Halte mich hier war wie... Finde mich jetzt? Ja, da. Ein richtig tolles Buch. Ich kann euch diese Reihe wirklich nur empfehlen. Wenn ihr gerne nur Adult-Geschichten lest, schaut euch diese Reihe auf jeden Fall an. Ich freue mich auf den dritten Teil, wenn der dann kommt. Und den werde ich auch auf jeden Fall kaufen und lesen. Genau wie das Schätzchen hier. Und ja, ich mag auch die Cover. Ich finde das mit diesem Unendlichkeitszeichen, was dann am Ende bei allen drei Teilen da rauskommt, voll cool. Und ja, ich muss sagen, tolle Geschichte. Tolle Geschichte. Wie gesagt, es geht so ein bisschen um Rassismus und Vorurteile gegenüber Menschen anderer Hautfarbe. Und die Protagonistin in dem Buch kommt halt aus so einem übelst reichen Elternhaus. So gut situierte Menschen und die haben natürlich ihre Vorurteile gegenüber anderen Menschen. Und ja, Zelda fängt dann halt was mit einem Menschen an, den ihre Eltern nicht gut genug achten. Und dann geht es halt auch so viel um dieses Thema. Und ich muss sagen, die Autorin hat es gut umgesetzt, mir hat es gut gefallen und ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. So, das waren die Bücher von November. Jetzt haben wir noch die vom Dezember. Und jetzt kommen wir mal zu den drei Büchern, die ich in meinem Unpacking-Video auch vergessen hatte. Denn diese drei Bücher habe ich im Dezember auch bekommen. Da ich aber zwei von den Büchern im Prinzip schon gelesen habe und die gleich in mein Regal gewandert sind als gelesene Bücher, habe ich sie auch vergessen, irgendwie aufzuschreiben. Ja, und zwar, zum einen habe ich bekommen von der lieben Niki Damien und Blake von der Rock and Love Me Reihe. Ich hatte ja die beiden Bücher schon als E-Book damals gelesen, wo die rausgekommen sind. Und Niki war jetzt so lieb und hat sie mir noch als Taschenbuch geschickt, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und Niki hat sie natürlich auch unterschrieben. Da freue ich mich ja auch immer drüber, wenn Niki da so süße Liebeslachen reinschreibt. Danke, Niki. Vielen, vielen Dank. Und ja, die Rock and Love Me Reihe kann ich euch im Übrigen auch nur empfehlen. Ich freue mich jetzt schon auf den neuen Teil, der rauskommt. Jetzt kommt mein Mann. Das ist der Papa. Alles gut, Schatzi. Und ja, im dritten Teil wird es ja um Zack gehen und um Daria. Hieß sie Daria? Ich verwechsel doch immer so schnell die Namen. Ich glaube, sie hieß
Daria. Daria? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall freue ich mich schon sehr auf die Geschichte von Zack und ihr. Das wird bestimmt richtig gut. Und ja, ich bin gespannt, wenn diese Geschichte rauskommt, wie sie sein wird. Ich werde sie auf jeden Fall dann gleich mitlesen. Und ja, wie gesagt, ich habe von Nikki halt Blake und Damien bekommen von der Rock und Love Me-Reihe. Ich glaube, ich brauche zu den Büchern nichts mehr sagen. Ich fand die cool. Es ist eine Rockstar-Geschichte, es ist ein Rockstar rein. Der erste Teil, Blake, geht noch so ein bisschen mehr Richtung Jugendbuch. Der zweite dann eher schon nicht mehr. Ich glaube, der dritte wird dann auch eher so in diese Richtung vom zweiten wieder gehen. Und ja, wenn ihr gerne Rockstar-Geschichten lest, schaut euch Rock and Love Me, Blake und Damien auf jeden Fall an. Ich empfehle euch auch, lest aus Blake und dann Damien. Lest die Bücher auf jeden Fall in Reihenfolge. Ja, diese zwei Schätzchen habe ich noch bekommen im Dezember von der lieben Nikki. Und tada! Von der Fuchsreihe Teil 10 bis 15. Ich habe damals, glaube ich, bis Teil 10 oder 11 gelesen. Als E-Book. Das kam mir nicht auf das Wort. Meine Güte. Ich habe bis Teil 10 oder 11 gelesen als E-Book. Und dann, ja, waren Lücken dazwischen, wo diese Bücher nicht weiter erschienen sind. Und dann ist es bei mir irgendwie komplett in Vergessenheit geraten. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass Nikki mir jetzt Band 10 bis 15 als Sammelband geschickt hat. Und dann kann ich die auf jeden Fall gleich nochmal lesen. Hier sind auch diese drei Mini-Geschichten drin. Fuchsmorgen, Fuchsmittag und Fuchsabend. Die habe ich gelesen. Und ja, ich freue mich schon drauf. Ich will auf jeden Fall... Wartet mal, ich muss mal kurz hier runtergreifen. Da ist es. Ich will auf jeden Fall den ersten Teil von der Fuchsreihe... Also den ersten Sammelband, da ist Fuchs 1 bis 9 drin. Das will ich auf jeden Fall nochmal rereaden. Ich bin echt mega raus aus der Geschichte. Ich weiß noch, um was es ging. Ich weiß auch noch, was alles passiert ist. Ich weiß auch, dass ich diese eine Stelle hier in diesem Buch wieder hassen werde und dass ich ihn wieder hassen werde. Und ja, ich bin aber trotzdem sehr gespannt, wie es weitergeht. Und freue mich da schon drauf, das Ganze hier nochmal zu lesen und dann hier auch irgendwann mal weiterzulesen. Dass ich einfach auch mal wieder up to date bin. Ich weiß gar nicht, bei mir vierten Band Niki aktuell gerade ist bei der Fuchsgeschichte. Ja, auf jeden Fall habe ich den Fuchssammelband von der lieben Niki noch bekommen. Die Fuchsreihe kriegt ja auch ein neues Cover, was ich auch sehr, sehr cool finde, die neuen Cover. Die gefallen mir auch sehr gut. Und ja, die Fuchsgeschichte ist eine coole Jugend-Fantasy-Geschichte. Schaut auf jeden Fall mal da rein, wenn euch das Ganze interessiert. Die Bücher sind auch immer nur so relativ kurze Episoden, sage ich jetzt einfach mal, gewesen. So zwischen 80 und 120, 150 Seiten. Aber ich glaube, Nikki fasst jetzt immer drei Bücher in einem Buch zusammen. Das weiß ich gerade nicht mehr so genau, wie sie das jetzt geplant hatte für die Zukunft. Auf jeden Fall könnt ihr die Sammelbände kaufen. 1 bis 9 und 10 bis 15. Und die finde ich sehr, sehr cool. Ich mag die Fuchsgeschichte, ich mag die Idee hinter dieser Geschichte. Und ja, habe mich sehr gefreut, die Bücher von Nikki bekommen zu haben. Aber wie gesagt, da sie gleich in mein Regal gewandert sind, habe ich sie nirgendwo aufgeschrieben. Jetzt haben wir nur noch die Minimops-Bestellung und die Bücher, die ich euch in dem Video gezeigt habe. Aber falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, hier nochmal im Schnelldurchlauf die Bücher, die ich euch dort gezeigt habe. Kissed von Jennifer Armentrout habe ich inzwischen gelesen, hat mir mega gut gefallen. Boston Night von Samantha Young wird mein nächstes Buch. Werde ich dann vielleicht heute, wenn ich es schaffe, noch anfangen zu lesen. Dann habe ich gelesen Only With You. Das war auch in dem Minimops-Paket mit drin. Hat mir auch gut gefallen. Maybe This Christmas habe ich inzwischen auch gelesen. War auch ganz süß. Hat mir aber nicht so gut gefallen wie der erste und der zweite Teil. Und dann ist noch eingezogen bei mir Neon Birds. Das habe ich von Sina zum Geburtstag bekommen, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Das Schätzchen hier muss ich auch ganz, ganz bald lesen, unbedingt. Und dann ist noch eingezogen Spieglein, Spieglein. Das ist der zweite Teil zu Das Vermächtnis der Grimms. Das will ich ja mit Annika lesen. Deswegen habe ich es schon mal gekauft, damit ich es da habe. Und ja, das waren alle Neuzugänge von September bis Ende Dezember. Das waren alle Bücher. Es ist doch ein ganz schöner Haufen. So, mit den ganzen, die ich eben noch dazugeholt habe, wie viel sind es jetzt? 23 Bücher. Sind in 4 Monaten bei mir eingezogen. Für mich ist das schon relativ viel, weil ich jetzt auch nicht so viel gelesen habe. Aber ja, es sind 23 Bücher. Oh mein Gott. Gut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so viel sind. Ich bin gerade etwas geschockt über die Zahl. Ja, wie gesagt, einige Bücher davon muss ich noch ganz dringend lesen. Andere Bücher habe ich schon gelesen. Ich finde, es ist ein guter Schnitt zwischen nicht gelesen und gelesen. Und ich bin damit auch sehr zufrieden. Und ja, alles weitere zu den Büchern dann in meinem Speedrun, wenn ich es dann hinkriege, das als Speedrun umzusetzen. Ich sehe schon, dass ich das nicht hinkriege und dass dieses Video 5 Stunden lang wird oder so. Ich gebe aber mein Bestes und wann ich da zum Drehen komme, weiß ich noch nicht, weil da brauche ich definitiv Zeit. Und die habe ich heute nicht. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich jetzt noch zum Schneiden von diesem Video komme, dass es dann morgen am Sonntag pünktlich online geht. Und
ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Maido und ich sagen jetzt einfach mal, wir bedanken uns bei euch wie immer fürs Gucken, wünschen euch noch eine schöne Woche und wir sagen jetzt einfach mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Flauschig-Content bringt Zuschauerzahlen. Du lässt dir das aber auch gerade alles gut gefallen, mein Schatz. Was ist da los? Bist du müdeli? Bist du müdeli, mein Baby? Bist du mein kleines, müdes Baby? Tut ihr mit euren Tieren auch immer so mit Babysprache sprechen? Ganz furchtbar. Mache ich immer. Ich fange dann mal an zu quietschen. So. Ich will das immer gar nicht, aber das passiert immer automatisch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und noch einmal flauschig Content. Bis dann.